Wenn du deine Kontrolle an dein Unterbewusstsein übergibst, deine Ziele, dann hast du so viel größere Auswirkungen. Wenn du dein Unterbewusstsein nicht mitnimmst, und das ist der Chef in deinem Leben, ist es unglaublich schwierig voranzukommen. Nur weil dein Fokus woanders war, hast du es nicht wahrgenommen. Und so funktioniert das auch mit Leben, so funktioniert das auch mit deinen Zielen und mit dem Unterbewusstsein. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Fokus und deine Ziele mit deinem Unterbewusstsein darauf legst und dein Unterbewusstsein bzw. deine Ziele mit deinem Unterbewusstsein in Verbindung bringst und dein Unterbewusstsein deinen Zielen entsprechend programmierst. Willkommen zurück zu deinem Videotraining Master Coaching Tag 10. Wir haben die letzten 9 Tage uns spannende Dinge angeschaut. Was kannst du konkret loslassen? Was möchtest du nicht mehr tun? Welche Dinge stattdessen möchtest du dich trauen, möglicherweise zum ersten Mal bewusst in deinen Fokus, in dein Unterbewusstsein zu führen? Welche Visionen, welche Träume hast du? Wie schaffst du es, diese in Ziele runterzubrechen? Was für ein Typ bist du? Eher strategisch oder eher kreativ tätig? Und wie schaffst du es, diese Ziele entsprechend deinem Naturell, deiner selbst zu verpacken, so dass du langfristig motiviert in die Umsetzung kommst? Unser heutiger Tag ist mindestens genauso spannend, und zwar: Wie schaffst du es, deine Ziele fokussiert in dein Unterbewusstsein zu legen? Das heißt Fokus und Unterbewusstsein. Wenn du noch nie was von deinem Unterbewusstsein gehört hast, dann vielleicht ein 2, 3 Tipps dazu. Dein Unterbewusstsein ist der absolute Chef in deinem Leben. Dein Unterbewusstsein sind, wenn du das in Strecke Einheiten legen würdest, dann wäre dein bewusster Verstand, diese Zahlen, Daten, Fakten, der kleine Winchester, der kleine Hamster, der von morgens bis abends rauf und runter rattert, der dich abends nicht schlafen lässt, weil er die ganze Zeit irgendwelche wiederholenden Gedanken rauf und runter sagt. Der Winchester, der kleine Verstand, beträgt in der Streckeneinheit ca. 1,5 cm. Und der eigentliche Chef in deinem Leben, das ist das absolute Unterbewusstsein, und das ist eine Streckeneinheit von 11 Kilometer, also von hier bis nicht sichtbar. Und worauf möchte ich hinaus ist, all das, was in deinem Unterbewusstsein an Überzeugungen vorherrscht, all das, was in deinem Unterbewusstsein eine Vorstellung über die Welt ist, wird sich schon sehr, sehr bald manifestieren und zeigen. Weil dein Unterbewusstsein ist dein Autopilot, und all das, was beispielsweise, wenn du das erste Mal Auto fährst und in deinen ersten Fahrstunden bist, dann musst du dich genau darauf fokussieren. Blinker hier, dann linker Spiegel, Außenspiegel, Schulterblick, und dann guckst du Stückchen für Stückchen, dass du diese Dinge über dein Bewusstsein dir aneignest und dann irgendwann automatisiert an dein Unterbewusstsein übergibst, und dann läuft das von alleine. Und wenn du das irgendwann mal gelernt hast, dann läuft das Ganze automatisiert, ohne dass du darüber nachdenken musst. Das ist auch der Grund, beispielsweise kennst du oder erinnerst du dich an bestimmte Autofahrten, wo du auf einer bestimmten Strecke, die du schon sehr, sehr häufig gefahren bist, dich mal ins Auto reingesetzt hast, und dann bist du 10, 20, 30 Minuten mit deinem Auto gekommen und plötzlich standst du vor deiner Haustür und dachtest dir so: Wow, krass, wer ist denn da eigentlich gefahren, weil dein Kopf voller Gedanken war. Allerdings war dein Unterbewusstsein, hat die Kontrolle übernommen und hat geblinkt, gefahren, auf die Sicherheit geachtet, auf den Abstand, auf all diese Dinge, und hat dich sicher nach Hause gebracht. Bedeutet, vielleicht eine kleine spannende Studie zuvor. Worauf ich dich einladen möchte, ist ein kleines Experiment. Und zwar schau dich in dem Raum, wo du dich jetzt gerade befindest, nach alle Dingen um, die eine runde Form haben. All die Dinge, die jetzt in deinem Raum, wo du jetzt gerade das Video siehst, wo du vielleicht durch den Bildschirm, den du gerade vor dir hast, all die Dinge, die du findest, die eine runde Form haben, und versuche, so viele runde Dinge zu finden, wie es nur geht. 5, 4, 3, 2, 1, mach mal die Augen kurz zu, und jetzt überlege dir mit geschlossenen Augen, vorausgesetzt, du kennst den Raum nur nicht so gut, wo du dich gerade befindest, welche Dinge hast du gesehen, die viereckig waren? Nicht rund, sondern viereckig. Und wenn du jetzt die Augen öffnest, schau nach viereckigen Dingen. Alles, was viereckig ist in dem Raum herum, all die Formen, die viereckige Gestalt haben. Und wenn du jetzt die Augen wieder schließt, welche Dinge hast du gesehen, die dreieckig waren? Und du merkst, worauf ich hinaus möchte, wahrscheinlich deutlich weniger als viereckige, weil jetzt hast du mit deinem Fokus nach viereckigen Dingen gesucht. Also zeigt dir dein RAS, das ist dein retikuläres Aktivierungssystem, nur die Dinge an, worauf du dein Bewusstsein legst. Das ist das, worauf du der Energie hineingibst, das, was du dir als Ziel setzt, da fließt die Energie hinein. Die Amis sagen so schön: Where focus goes, energy flows.
Das heißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du deine Ziele mit deinem Unterbewusstsein verfolgst, hast du deutlich, deutlich größere Umsetzungswahrscheinlichkeit, als wenn du das die ganze Zeit nur mit deinem bewussten Verstand tust und sagst, ich würde gern das und das erleben. Das heißt, wenn du dein Unterbewusstsein nicht mitnimmst, und das ist der Chef in deinem Leben, ist es unglaublich schwierig, voranzukommen. Das Ganze kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Wenn das hier vorne dein bewusster Verstand ist, dann ist es gerade mal ein Zipfelchen, deswegen auch Eisbergprinzip von Sigmund Freud genannt. Und das Gesamte dessen, was in deinem Leben abläuft, wird von Unterwasser bestimmt, von deinem riesengroßen Unterbewusstsein. Eine spannende Studie dazu. In der Uni in Amerika haben sie eine Studie durchgeführt mit 800 Studenten. Und diese 800 Studenten wollten ein bisschen Geld nebenbei verdienen, also sind sie zu der Uni hingegangen und der Professor hat gesagt, alles klar, ihr einziger Job ist es, Bilder zu zählen, die sie in dieser Zeitschrift finden. Und jeder hat eine Zeitschrift bekommen und sollte gucken, wie viele Fotos, also Bilder, die in dieser Zeitschrift finden. Was die meisten allerdings nicht wussten, ist, dass diese Zeitschrift getürkt war. Das heißt, während die Studenten angefangen hatten, nach Bildern zu suchen, stand bereits auf Seite 2 riesengroße Überschrift, Sie können jetzt mit dem Experiment aufhören. Es sind genau 73 Bilder in dieser Zeitschrift. Sie können jetzt nach vorne gehen und sich das Geld holen. Die Studie ist zu Ende. Wie viele von den 800 Studenten haben das entdeckt? Was denkst du? Und die Antwort ist null, nicht ein einziger. In der Mitte dieser Zeitschrift war doppelseitig eine riesengroße Überschrift. Da stand da drauf, wenn Sie jetzt aufhören, nach vorne kommen und dem Versuchsleiter sagen, dass sie es gemerkt haben, dann kriegen sie noch zusätzlich $100 on top zu den ursprünglich vereinbarten Honorar. Was denkst du, wie viele von den 800 Studenten haben das jetzt entdeckt? Und die Antwort ist wieder leider null. Warum? Weil die meisten so sehr darauf fokussiert waren, permanent irgendwas im Außen zu suchen, worauf ihr RAS, ihr Fokus gelegt war. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und möglicherweise hast du das im Alltag schon bemerkt. Liebe Männer meistens, was passiert in dem Augenblick, wenn du dir jetzt ein neues Auto anschaffen möchtest, ob gebraucht oder neu, und du möchtest dieses Auto in den nächsten Wochen oder Monaten möglicherweise kaufen? Was siehst du jetzt permanent auf den Straßen? Dieses neue Auto. Liebe Frauen, was passiert, wenn du dabei bist, dich mit Schwangerschaft auseinanderzusetzen beziehungsweise selbst schwanger bist? Was siehst du plötzlich überall auf der Straße, jeder Straßenkreuzung, schwangere Menschen? Oder vielleicht kennst du das, du hast einen neuen Arbeitskollegen auf irgendeiner anderen Etage kennengelernt, in einer anderen Abteilung oder im Fahrstuhl, einfach nur sich morgens gegrüßt zum ersten Mal. Und was passiert plötzlich? Plötzlich siehst du diesen Kollegen überall, in der Kantine, in der Mensa, beim Ausgang, in anderen Räumlichkeiten. Und die Frage ist, war das Auto vorher nicht auf der Straße? Waren die schwangeren Frauen vorher nicht auf der Straße? War der Kollege nicht vorher in deinem Leben, in deinem Sichtfeld? Und die Antwort ist doch, meistens schon. Nur weil dein Fokus woanders war, hast du es nicht wahrgenommen. Und so funktioniert das auch mit Leben, so funktioniert das auch mit deinen Zielen und mit dem Unterbewusstsein. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Fokus und deine Ziele mit deinem Unterbewusstsein darauf legst und dein Unterbewusstsein bzw. deine Ziele mit deinem Unterbewusstsein in Verbindung bringst und dein Unterbewusstsein deinen Zielen entsprechend programmierst. Wie machst du das Ganze am besten? Punkt Nummer 1 ist, es ist wichtig, dass du selbst anfängst, dich zu visualisieren. Visualisierung bedeutet nichts anderes, als dir vorzustellen, wie du eine bestimmte Tätigkeit durchführst. Das heißt, du kannst einfach deine Augen schließen, leicht entspannen, runterfahren und mit geschlossenen Augen dir vorstellen, dass diese Tätigkeit, die du unbedingt tun möchtest, dass du die bereits tust, dass du selbst diese Tätigkeit aktiv tust. Einfach nur in deinem Kopf dir vorstellst, das Projekt, das Ziel, was du vorhast, dass du es aktiv tust, gestaltest, erfolgreich bist und am Ende dieses gute Gefühl hast, dass du mit den geschlossenen Augen dein Ziel erreicht hast. Sieh dieses Ziel, während du das tust und wie du das erfolgreich erreichst. Jeden Tag immer wieder visualisieren bringt dich meilenweit voraus, als wenn du die ganze Zeit nur denkst, einmal aufschreibst, das und das würdest du gerne in der Zukunft erledigen. Warum funktioniert Visualisierung sehr gut? Schau mal, dein Unterbewusstsein reagiert nicht auf Zahlen, Daten, Fakten, das ist dein bewusster Verstand, sondern vor allem auf Bilder, auf Farben, auf Emotionen, auf Musik, auf Gefühle. Bedeutet konkret, wenn du die Augen schließt, dir Bilder machst von dem, was du tun möchtest, dir bildhaft ausmalst, wie du das Ganze dynamisch tust, nicht statisch, sondern in Farben,
in Dynamik, in bewegten Bildern, dann vergrößerst du die Wahrscheinlichkeit drastisch und so viel stärker. Das beweisen auch die Studien. In der NBA gab es Basketballspieler, die hatten sowas wie einen Block im Kopf. Das heißt, die hatten einen blockierten Kopf und die haben nichts mehr getroffen. Und dann haben die Psychologen gesagt, okay, das müssen wir angehen und haben diese Basketballer eingeladen, an einer Studie teilzunehmen. Und diese Studie haben sie in drei Gruppen unterteilt. Ging insgesamt über 6 Wochen. Gruppe Nummer 1 durfte gar nichts tun. Die durfte 6 Wochen lang den Basketball gar nicht erst anfassen. Gruppe Nummer 2 musste jeden Tag trainieren, Freiwürfe zu üben, weil sie keine Freiwürfe mehr getroffen haben. Und die Gruppe Nummer 3 durfte ebenfalls nichts tun, also keine Freiwürfe trainieren, allerdings sich jeden Tag geistig im Auge vorstellen, dass sie einen Ball nehmen, diesen dribbeln und danach in den Korb werfen und danach perfekt treffen. Einfach nur die Vorstellungskraft. Jetzt vergehen 6 Wochen. Diese drei Gruppen werden aufgesucht, die werden an die Freiwurflinie gestellt. Jeder kriegt Basketball, jeder kriegt 10, 20, 30 Versuche. Und was glaubst du, wer schneidet von allen ab? Und zwar am besten? Und die Antwort ist diejenigen, die sich das nur visualisiert haben, ohne das Ganze praktisch zu tun. Die haben noch deutlich besser abgeschnitten als diejenigen, die jeden Tag trainiert haben und jeden Tag die Freiwürfe geübt haben. Verrückt, oder nicht? Und das bedeutet, wenn du deine Kontrolle an dein Unterbewusstsein übergibst, deine Ziele, dann hast du so viel größere Auswirkungen. Was kannst du noch tun? Du kannst dein wichtigstes Ziel, also du weißt noch aus vorherigen Tagen, wer mehr als 2 Prioritäten hat, hat keine Prioritäten. Das heißt, dein wichtigstes oder deine 2 wichtigsten Ziele jeden Tag auf ein Blatt Papier 3-mal aufschreiben. Das heißt, du nimmst dein wichtigstes Ziel und schreibst jeden Morgen, wenn du aufstehst, 3-mal dein Ziel auf. So konkret ist möglich. Beispielsweise, wenn du jetzt 90 Kilo wiegst, du möchtest irgendwie auf 75 Kilo runter, dann schreibst du drauf, ich wiege 75 Kilo. Und noch genauer, ich wiege bis zum 5. April 75 Kilo. Das ist mit einem Datum versehen, weil dein Unterbewusstsein braucht ein Datum. Und dann schreibst du es jeden Tag 3-mal auf. Wenn du das Ganze ein Jahr lang tust, egal was du für ein Ziel hast, dann sind es ja 365 Tage mal 3. Und das heißt, selbst wenn du ein paar Tage vergisst, dann kommst du trotzdem deutlich über 1000 Mal, die du dein Ziel runterschreibst. Frage, denkst du, das erhöht deine Umsetzungswahrscheinlichkeit? Und die Antwort ist dramatisch. Nächster Punkt, den du tun kannst. Also visualisiere dich bei der Arbeit, wie du dein Ziel erreicht hast. Spüre, fühle das Gefühl, wie du das erreichst. Nächster Punkt ist 365 Tage lang dein wichtigstes Ziel jeden Tag 3-mal aufschreiben, entweder morgens gleich beim Aufstehen oder abends. Nächster Punkt ist, platziere dein wichtigstes Ziel in deiner Wohnung und beispielsweise mach dir Zettel, wo du bei der Eingangstür, wenn du schon reinkommst, direkt dein wichtigstes Ziel siehst. Wenn du an den Kühlschrank gehst, auf dem Kühlschrank ist dein wichtigstes Ziel drauf formuliert, definiert, vielleicht noch besser als Bild draufgepackt. Wenn du beispielsweise ein größeres Haus haben möchtest oder mit Familie zusammenleben möchtest oder Single bist, dann machst du einfach eine Zielcollage, das heißt irgendein Bild kannst du bei Google Bilder raussuchen und das einfach zusammenschneiden, kleben, ein schönes Haus von dir oder du siehst ja da ein kleines Mädchen und einen Partner von dir möglicherweise, das hier nebeneinander steht und dann nimmst du einfach dein Gesicht da drauf kleben, weil Kreativität, dein Unterbewusstsein kennt keine Grenzen, es ist alles erlaubt, so verrückt es klingt. Nächster Punkt ist, du kannst dein Desktop, also dein Bildschirm, dein Computer oder dein Handy-Desktop entsprechend gestalten. Das heißt, du kannst ein Foto machen mit deinem wichtigsten Ziel, was jeden Tag immer wieder, wenn du dein Handy einschaltest, direkt dir angezeigt wird oder auf deinem Computer, jedes Mal, wenn du es aufmachst. Was passiert? Bewusst nimmst du das gar nicht wahr, allerdings unbewusst nimmt dein Unterbewusstsein die 11 Kilometer, das sehr, sehr wohl war. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung erhöht sich sowas von stärker, weil du es jeden Tag immer wieder vor dir siehst, ob es bewusst oder unbewusst, wenn du das aufmachst, dein Laptop oder dein Handy einschaltest, dann siehst du das jedes Mal. Und das erinnert dich zum einen in die Umsetzung zu kommen, weil du schlechtes Gewissen hast und zum anderen, es arbeitet die ganze Zeit in deinem Unterbewussten und dein Unterbewusstsein, dein RAS, sorgt dafür, dass dein Verstand, dein Kopf, dein Autopilot, wie nach einer Ziel, wie so eine warme Wärmerakete, die ganze Zeit der Wärme folgt, egal wohin die Wärme sich verändert, folgt die Rakete und entsprechend verändert sich auch deine Einstellung, dein Unterbewusstsein und sucht die ganze Zeit nach der Möglichkeit der Entfaltung, dass dein Ziel in die Umsetzung kommst. Nächster wichtiger Punkt ist, schreib in Form von Zielekarten oder sowas wie Notiz
machen wir erstmal die Zielekarten. Was ist eine Zielekarte? Das Ganze kannst du praktisch handhaben, indem du einfach in dein Portemonnaie einfach so etwas wie eine Visitenkarte nimmst oder einfach ein Blatt Papier aufschneidest und auf dieser weißen Visitenkarte trägst du deine wichtigsten 2, 3, 4, 5 Ziele ein für die nächsten 30 Jahre beispielsweise. Du dann nimmst ein Ziel für die nächsten 12 Monate und trägst das hier einfach groß ein und vielleicht ein anderes Ziel, zwei Ziele sind okay für die nächsten 12 Monate und hast das die ganze Zeit bei dir. Das heißt, was passiert, wenn du die ganze Zeit in der Warteschlange bist? Du bist irgendwo in der Behörde und wartest. Dann zuckst du dein Portemonnaie raus und guckst einfach auf dein Ziel drauf und stellst dir vor, wie sich das anfühlen würde, wenn du das erreichst. Wenn du beim Aldi stehst an der Kasse, wenn du irgendwo Parkplatzticket ziehen möchtest, sind vier Leute vor dir, dann siehst du auf deine Zielekarte und dann arbeitest du dieser Zeit nicht einfach, verschwendest du die Lebenszeit, sondern dein Unterbewusstsein arbeitet bereits jetzt schon an der Verwirklichung dessen, was für dich besonders wichtig ist und du verschwendest die Lebenszeit einfach nicht. Das heißt, visualisieren, täglich runterschreiben, dir vorstellen, Gefühle reinbringen, ein dynamisches Bild, überall in deiner Wohnung Zettel verteilen, in dein Portemonnaie eine Zielekarte reinlegen, beziehungsweise auf deinen Desktop. Ich mache das beispielsweise immer noch sehr, sehr häufig. Ich habe Notizzettel, vielleicht kennst du das, gibt es Notiz- oder Heftnotizen, die du dir selbst auf den Desktop ziehen kannst. Und da sind so gelbe, grüne, blaue Zettelchen und die sind im Computer, im System drin in der Software, also die klebst du nicht von außen. Und dann schreibe ich da drauf Maxim Ergebnisse 31.12. plus das Jahr, in dem ich mich befinde. Ich schreibe nicht Maxim Ziele, sondern Maxim, meine Ergebnisse 31.12. plus das Jahr, in dem ich mich befinde. Und weißt du, was meistens passiert? Dort siehst du das jeden Tag, wenn du deine Ziele aufmachst, deinen Desktop aufmachst, dann siehst du das, registrierst du das unbewusst. Und meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Ziele, die ich mir zum 1.1. eines Jahres setze und schreibe Maxim, Ergebnisse 31.12. plus das Jahr, meistens schon im Juni, Juli, spätestens im September schon längst erreicht habe. Warum? Weil das Unterbewusstsein permanent nach der Verwirklichung dessen ist und die ganze Zeit danach sucht, wie schaffst du es, deine Ziele schneller zu realisieren und umzusetzen. Ein praktisches Beispiel für dich. Wer ist aktuell einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Comedian, Comedy-Star auf diesem Planeten und ein Schauspieler vom Beruf? Was denkst du? Und möglicherweise fallen dir zwei, drei Namen ein. Es ist dieser junge Mann hier und das ist Jim Carrey, der mein persönlicher Held war in meiner Kindheit mit Die Maske und Ace Ventura und all diese ganzen Filme, die mich damals, weil ich keine gute Kindheit hatte im Ausland, mich komplett in andere Welt gebracht hatte. Wusstest du allerdings, dass dieser große Star Jim Carrey selbst vom Ausland her aus Kanada kommt und damals mit seinen Eltern mit sehr, sehr wenig Geld in die USA emigriert ist und mit diesem sehr, sehr wenigen Einkommen, was die dort hatten, gezwungen war, mit einem Wohnmobil mit seinen Eltern von einem Stadt, von einem Dorf hin und her zu tingeln. Und die ganze Zeit haben die dort, ich glaube zu 4, zu 5, zu 6 zum Teil, in diesem kleinen Wohnmobil gelebt, weil sie keine anderen Möglichkeiten hatten, sich irgendwas zu kaufen, eine Miete zu haben, zu leisten oder ähnliches. Und dieser Jim Carrey, zu Beginn seiner Karriere, als kein Schwein ihn kannte, hatte einfach nur einen Traum, einen Wunsch, nach Hollywood zu gehen und sich diesen Traum von Schauspielerei zu ermöglichen, weil er war bereits schon als Kind ein absoluter Querulant und jedes Mal hatte Grimassen gezogen in der Schule und hat die ganze Zeit Blödsinn gemacht und die Lehrer wussten, dass sie ihn nicht aufhalten konnten, weil er permanent an Grimassen schneiden war, auch im Unterricht. Und dann haben sie zu ihm schon vom Anfang an des Tages meistens gesagt, Jim, wenn du heute still bleibst und kein Blödsinn machst, dann kriegst du am Ende des Tages deine 10 Minuten und dann kannst du nach vorne treten vor die gesamte Klasse und dort kannst du deine ganzen Parodien, deine ganzen Sketche, deine ganzen Gesichtsmasken, kannst du den ganzen Kids und den ganzen Schülern vorstellen. Und das haben die meistens gemacht. Das heißt, er hatte Fun, durfte sich austoben und die ganzen Kids haben sich schlapp gelacht und die Lehrer hatten einen ganzen ruhigen Tag. Und in dem Video, was ich dir gleich zeigen möchte, ist Jim Carrey selbst und er ist bei der Oprah Winfrey wahrscheinlich eine der mächtigsten Frauen der Welt, die einen riesigen Einfluss weltweit haben und erzählt darüber, wie Visualisierung und sein Ziel vom geistigen Auge immer wieder zu sehen ihm geholfen haben, tatsächlich dieser Weltstar zu werden, wie er heute ist. Schau es dir an. Wir sehen uns morgen. Viel Erfolg. Dein Maxim.
Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's a marvelous thing, that visualization thing you did. Do y'all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as. I would visualize. This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time. So it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things. And they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay. So you would get this from what? Self-help books or whatever? Yeah. Uh-huh. Yeah. Self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years, maybe. And I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and deteriorated and stuff. But then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. So you visualize yourself like... Visualization works if you work hard. Yeah. Well, yeah, that's the thing. You can't just visualize and then, you know, go eat a sandwich.